Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Show Reihe. Ich bin der Cookie Course und ich werde euch heute, beziehungsweise über die nächsten paar Wochen, Mods zeigen. Ihr denkt jetzt hier vielleicht, das ist jetzt hier COD6. Ist es im Endeffekt auch, nennt sich Alter IWnet. Originalfassung von COD6, man darf modden, es gibt andere Spielmodi. Läuft nicht über Steam, also ist schon allgemein besser als das normale COD6. Aber ich will jetzt nicht über alte IWnet reden, sondern über einen Mod, den ich euch heute vorstelle. Ich nenne ihn immer ganz gerne Noob Mod, weil dass ich mit dem im privaten Spiel leveln kann. Also man kann sich immer im privaten Spiel leveln, hier in alte IWnet. Man kriegt im privaten Spiel EP. Man kann uns auch Sachen freischalten. Aber der Mod, den ich euch heute zeige, der nennt sich Bots plus Rape. Das heißt, ihr seid 18 Spieler. Ja. Hier sind nur ein Spieler und es werden 17 Bots gespawnt. Und man hat einen Aimbot. Ja. Und so ist es relativ leicht, sich hochzuziehen oder andere Waffen hochzuleveln. Ich werde euch das mal kurz zeigen. Moment. Ich stelle mal hier kurz eine Klasse um. Nehmen jetzt einfach hier. Ja, keine Ahnung, nehmen wir mal die P90. Hier noch nichts freigeschaltet. Hier auch noch nichts, kein Camo. So. P90. Und ja, dann werde ich euch jetzt mal zeigen, was der Mod so alles kann. Also ich weiß nicht, ob man dafür von IWnet gebannt werden kann, weil es ein privates Spiel ist mit Aimbot. Aber das werden wir gleich sehen. So, man sieht schon hier, der springt rum. Und man kann sogar schon vor dem Spiel starten und schießen. Ja, also ich halte jetzt nur drauf und nehme jetzt vielleicht gerade mal 30 Sekunden auf und habe jetzt schon 27 Kills. Ja, man hat unendlich Ammo. Ja, ich kann jetzt Q für UFO-Mod drücken. Mit Umschalt kommt man übrigens aus dem Aimbot raus. Kann ich jetzt endlich mal frei bewegen, weil ansonsten springen wir nämlich wieder rum. Die Bots sind relativ strohdoof. Sag ich hier mal ein, also ich habe hier gerade Free for All gestellt. Unlimited Zeit und Punkte. Und der Bot hier ist, naja, nicht klüger als, keine Ahnung, als Baumschüler. Das sind übrigens alle Bots, also nicht, dass ihr meint, es gibt vielleicht auch ein paar kluge. Der rennt hier zum Beispiel im Kreis. Naja, jeder was er kann. Ja. Ich wollte euch noch irgendwas zeigen, keine Ahnung. Irgendwas. Ja, das ist jetzt hier also das wird jetzt hier ein kompletter Aufnahme Dingens auch eine komplette Aufnahmereihe, also ich werde demnächst auch mehr Mods vorstellen. Am Anfang erstmal die Mods, die man auch hier so ein bisschen alleine spielen kann, wie gehen. Weil nämlich das mit dem Join irgendwie noch nicht so ganz klappen will, zumindest bei uns nicht. Über Connect IP, das will nicht. Bis jetzt erst einmal. Ja. So viel dazu. Man kann hier übrigens mit, Moment, da oben ist das Fenster weggehen. Mit N kann man das Target umstellen. Beispiel so, dass man später noch Headshots macht, so mit Tag-I. Moment. Also nur noch Headshots ist jetzt nicht, aber viele Headshots. P90 Marksman 3. Jetzt dann so viele Kills mit der Waffe. Experte 1, neues Camo freigeschaltet. Ja. Wie gesagt, Noob Mod für die Leute, die nichts können. Ich meine, ich finde es so immer ganz witzig, aber ich bin hier ständig so hoch zu leveln, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch von alter IWnet geduldet wird, dass man das machen darf. Ich weiß es nicht. Auch witzig ist der AC. Oh.
einfach irgendwie drauf schießen. Am Moment ist halt so Embert an. So. Wir warten, dass sie die spawnen. Ja, jetzt sind sie wieder tot. Ja, das ist der Aimbot. Bots plus Rape. Ja, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, was ist ein Speer hoch zu leveln? Die Mini-Uzi zum Beispiel. Also ich mag die nicht, ich kann mit der auch nicht umgehen. Zum Beispiel kann man die dann hier ganz gut hoch leveln, aber mein Gott. Man kann hier auch noch durchswitchen durch die Killstreaks. Deshalb gibt es jetzt einfach mal eine Nuke. So. Mit Ember an. Ja. Und das war's jetzt auch schon wieder von mir. Ich bin der Cookie Calls und ihr werdet vielleicht noch weitere Videos von mir sehen über Mods. Also wahrscheinlich werdet ihr, wenn ihr noch Lust habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.